In dieser Folge aus Amelinghausen. Wir zeigen Ihnen die Sehenswürdigkeiten des Ortes. Unter anderem mit dabei das Rathaus, die älteste Gaststätte des Ortes, die Hippolytkirche, der Lopausee und natürlich die Lüneburger Heide. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Unterwegs in Niedersachsen. In dieser Folge besuchen wir die Samtgemeinde Amelinghausen. Die Gemeinde hat im Internet viele Sehenswürdigkeiten veröffentlicht. Sogar ein historischer Rundgang wurde ausgearbeitet. Diesen historischen Rundgang haben wir uns heruntergeladen und werden hieraus einiges zeigen. Gute Unterhaltung. Amelinghausen liegt inmitten des Naturparks Lüneburger Heide im Landkreis Lüneburg. Der Ort hat etwa 4000 Einwohner. Der Name der Gemeinde geht auf Bischof Amelung von Verden zurück. Amelung soll Hippolyt von Rom verehrt und die Kirche nach diesem benannt haben. Die Endung Hausen stammt nach Forschungen der Namensgebung zu den jüngeren Siedlungen nach 800 nach Christus im Badengau, da Ortsendungen wie Burg, Hagen, Ingen, Rode oder eben auch Husen erst in fränkischer Zeit entstanden. Aufgrund der Lage inmitten der Lüneburger Heide ist dieser Ort touristisch sehr gefragt. In der Marktstraße von Amelinghausen finden wir dieses historische Gebäude. Im Markthus befindet sich heute die Touristeninformation. Früher war das um 1818 gebaute Gebäude eine Scheune und gehörte zu einem aus dem 15. Jahrhundert bestehenden Bauernhof. Ebenfalls zu diesem Bauernhof gehörte auch dieses Gebäude, in dem sich heute das Rathaus der Samtgemeinde befindet. Das Gebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und steht unter Denkmalschutz. Früher befand sich in dem Haus ein Gastbetrieb. Hier sehen wir nun die Hippolytkirche. Die Aussagen über den Bau dieser Kirche sind zwiespältig. So könnte der Bischof Amelung, zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts, der Erbauer der ersten Kirche gewesen sein. Andere sagen, es könnten fränkische Siedler gewesen sein, die vermutlich 950 nach Christus hier eine kleine Holzkirche zu Ehren des heiligen Hippolyt erbaut haben. Diese Kirche soll 1170 nach Christus durch eine Steinkirche ersetzt worden sein, denn beim Bau der dritten Kirche im Jahr 1750 fand man im Fundament der Kirche einen Stein mit der eingemeißelten Jahreszahl 1170. Beim verheerenden Dorfbrand vom 7. Juni 1818 brannte die Kirche ab. Erst 1895 wurde sie wieder aufgebaut. Der Röhrupsche Hof verfügt heute mit seinem Gasthaus über die älteste noch bestehende Gaststätte in Amelinghausen. Eine Schankberechtigung wurde bereits Anfang des 17. Jahrhunderts erteilt. Die Giebelinschrift des ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes weist darauf hin, dass dieses Fachwerkhaus nach dem Brand von 1818 neu errichtet worden ist. Es handelt sich hierbei um einen Brinksitzer, der als Pfarrködner bezeichnet wurde, weil er dem Pastori einen bestimmten Handdienst in allerlei Landarbeiten zu leisten hatte. Der Pfarrer konnte die Dienstleistungen kurzfristig anfordern. Wenn er die Hilfe des Pfarrköters für den Nachmittag benötigte, genügte es, wenn er ihn frühmorgens Bescheid gab. Hier befinden wir uns nun am Lopausee. Der Lopausee ist ein Stausee östlich von Amelinghausen.
Durch einen Damm wurde hier die Lopau in den 1970er Jahren zu einem See mit einer Größe von ca. 12 Hektar gestaut. Das Angeln und Schwimmen im See ist möglich. Besucher können den See auf einem ca. 2,2 Kilometer langen Fuß- und Radweg umrunden. Am Ufer gibt es ein Restaurant und einen Tretbootverleih. Seit einiger Zeit gibt es hier auch einen Hochseilgarten. Auch sehr interessant ist natürlich ein Besuch in der Lüneburger Heide. Diese kann man zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit einer Pferdekutsche erkunden. Am schönsten ist dieses natürlich zur Heideblüte, also wenn die Blüte der Heide ihre volle Kraft entfaltet hat. Ein Ausflug nach Amelinghausen lohnt sich auf jeden Fall. Einiges von diesem 4000 Einwohner großen Ort haben Sie nun gesehen. Amelinghausen hat so manches zu bieten. Vor allem Naturliebhaber kommen aufgrund der Nähe zur Lüneburger Heide auf ihre Kosten. Wie bereits schon erwähnt, lohnt sich ein Besuch in der Samtgemeinde Amelinghausen auf jeden Fall. Das war's auch schon mit unserer 53. Folge. In unserer Folge 54 zeigen wir Ihnen dann den Flecken Polle an der Weser. Neben dem Ort zeigen wir auch die Burg sowie die Fähre. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.